Hallo meine lieben YouTubis und Pferdefreunde, heute mal ein ganz kleines Video dazu, wie man sich als Reiter im Gelände anderen, ich sag mal Verkehrsteilnehmern, gar nicht mal so gesagt, sondern eben halt Fußgängern gegenüber zu verhalten hat, will ich gar nicht mal sagen, aber wie es schöner wäre, wenn ihr euch so verhalten würdet, denn mir ist so gerade beim Gassigehen mit dem Hund draußen immer aufgefallen, dass es heutzutage doch irgendwie so ist, dass also keiner mehr irgendwie in den Schritt durchpariert und im Schritt an Fußgängern vorbeireitet, sondern eben halt im Trab oder im schlechtesten Fall auch im gestreckten Galopp. Und es wird auch irgendwie gar nicht gegrüßt. Und ich weiß nicht, ich habe ja in Mitte der 80er Jahre wahrscheinlich noch ziemlich preußisch reiten gelernt. Und da ging das auch alles noch so ein bisschen um Disziplin und Selbstzucht und Achtung vor der Kreatur, aber auch Achtung vor den Mitmenschen. Und gerade so, ja, den jüngeren Reitern unter euch, die das vielleicht gar nicht mehr so gelehrt gekriegt haben, seid so höflich, pariert durch, grüßt die Leute, egal ob ihr sie kennt oder ob ihr sie eben halt nicht kennt. Es sieht einfach besser aus, es verschafft auch eine bessere Position, weil meistens sind Reiter sowieso nicht so unbedingt die beliebtesten Menschen oder die Mensch-Tier-Kombination, die man so sieht, weil eben halt es immer heißt, die Reiter machen die Wege kaputt und die Pferde äppeln überall hin und es wird nicht weggemacht und. Und es trägt doch dazu bei, ein positives Bild in die Reiterwelt zu tragen. Und deswegen, also pariert durch, wenn ihr jemanden begegnet oder auch wenn die Situation so ist, dass es vielleicht so ein bisschen heikel werden könnte oder ihr merkt, die Leute haben irgendwie Angst oder so. Und grüßt die Leute, seid freundlich, das gibt uns als Reitern auf der Welt einen besseren Stand. Und das wollte ich jetzt eigentlich nur mal so loswerden, weil mir das immer wieder so auffällt. Und vielleicht mag der eine oder andere von euch das auch beherzigen oder beziehungsweise sagt auch, ja Mensch, habe ich noch gar nicht so für mich registriert. Ja, das dazu, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren, Fragen stellen, Kanal teilen, Glöckchen drücken, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Und ja, ansonsten sage ich danke an euch, wenn ihr das umsetzen mögt. Das wäre klasse und ja. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, Gubi Gen und Namaste.